willkommen bei Wimuki. Ich bin die Nelly Brügelmann. Mittendrin dabei. Und doch kann man von überall aus teilnehmen. Das ist der Grundgedanke hinter dem digitalen Museumsprojekt Wimuki. Das virtuelle Museum für Kinder und Jugendliche, wie das Projekt mit vollem Namen heißt, ist eine digitale Plattform, auf der Museen deutschlandweit zukünftig virtuelle Inhalte wie Live-Touren durch die Ausstellung, 3D-Rundgänge durch das Museum oder auch interaktive Inhalte anbieten können. 10 Monate hat es gedauert, mit einem interdisziplinären Team aus MuseumspädagogInnen, GestalterInnen, ProjektmanagerInnen, SoftwareentwicklerInnen und Community-SpezialistInnen ein Pilotprojekt für die große Vision zu entwickeln. Entstanden ist die Plattform am Historischen Museum Saar. Gefördert wurde die Produktion durch das Netzwerk Museum 4.0. Wir glauben, dass in Zukunft jedes Museum auch eine virtuelle oder allgemeiner digitale Live-Tour anbieten wird und auch muss, weil das auch ein gefragtes Tool wird. Für uns spielt die Entwicklung der letzten Jahre da gar keine Rolle. Wir meinen einfach, dass das integrative Konzept, das Weltumspannende an den digitalen Live-Touren sich durchsetzen wird. Und das Digitale ist niemals eine Konkurrenz zum Analogen, sondern es schafft einfach einen komplett neuen Erlebnis- und Erfahrungsspielraum, eine ganz neue Lernperspektive, die neben dem Analogen wunderbar funktioniert. Wimuki will seinen zukünftigen ProjektpartnerInnen ab 2022 einen digitalen Raum bieten, um deren Angebote zentralisiert und nach Standorten und Inhalten filterbar darzustellen. Gleichzeitig will man auch Unterstützungsarbeit leisten, um auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse mehr digitale Präsenzen für Museen und Kultureinrichtungen ermöglichen zu können. Neben einer kompletten Infrastruktur zur Pflege und Buchung von digitalen Angeboten sind virtuelle Live-Führungen durch Museen das Herzstück der Plattform. Hierzu wurde etwa im Historischen Museum Saar ein Livestreaming-Setup mit einer zentralen Regie und flexibel einsetzbaren Kameras eingerichtet. Über eine modifizierte Videokonferenz-Software, die auf der Grundlage der Open-Source-Lösung Big Blue Button aufsetzt, können SchülerInnen von überall aus an den Touren durch das Museum teilnehmen, jederzeit Fragen stellen und sogar in die Touren integrierte interaktive Inhalte, wie beispielsweise auflockernde Spieleeinheiten oder virtuelle Gruppenaktivitäten erleben. Nelly Brügelmann hat das Projekt seit Beginn als Museumspädagogin begleitet und gemeinsam mit Projektkoordinator Markus Thulin mehrere digitale Live-Touren ausgearbeitet. Wichtig war uns vor allen Dingen, dass die Live-Tour Spaß machen soll. Wir wollten weg von dem Gefühl einer analogen Live-Tour, weil das nicht funktioniert, die einfach nur abzufilmen und es 1:1 in die digitale Welt zu übertragen. Eine Online-Live-Tour muss sehr viel interaktiver sein, damit sie weiterhin Spaß macht. Man muss vor dem Bildschirm einfach auch selber was tun können, weil sonst wird es halt sehr schnell langweilig. Wir haben sehr viele spielerische Elemente, wir haben interaktive Elemente. Natürlich haben wir auch Lerninhalte, aber das Ganze ist so konzipiert, dass es halt eben Spaß macht und das Lernen passiert halt eben ohne, dass die Zuschauer das merken. Ergebnis der gemeinsamen Projektarbeit ist eine Plattform, die es kleinen und großen Museen ermöglicht, mit vergleichsweise geringem Aufwand eigene digitale Live-Touren anzubieten. Ein beispielhafter Workflow gibt den Partnermuseen auch Erfahrungswerte an die Hand, um zukünftig einfacher eigene Inhalte erarbeiten und anbieten zu können. Im Digitalen ist es so, dass die Tools, die heute schon verfügbar sind, integriert werden können. Wir zeigen das ansatzweise an verschiedenen Fallbeispielen und wir sehen aber für die Zukunft, wie das ausgebaut werden kann und Wimuki zu einem großen interaktiven Netzwerkprojekt werden kann, wo die Museen dieser Welt im Idealfall sich integrieren und das Ganze irgendwann auch losgelöst vom Historischen Museum Saar stattfindet.